Grüß Gott und herzlich willkommen, lieber Bibelleser, zur 58. Folge in unserem Gang durch das Johannesevangelium. Wir haben in dem 15. Kapitel dieses Evangeliums zuerst gesehen, in welch einer engen, ja lebenswichtigen Beziehung der Jünger zu seinem Herrn Jesus stehen muss. So wie die Rebe nicht ohne den Weinstock lebt, so kann auch der Jünger nicht ohne seinen Herrn sein. Dann ging es um die Beziehung der Jünger untereinander. Das lesen wir ab Vers 9 bis Vers 17. Dabei wird deutlich, dass sogar der Herr Jesus seine Jünger mit dem Gebot belegt hat, sich einander zu lieben. Heute geht es um die Beziehung der Jünger zur Welt. Wie ist da das Verhältnis? Ich lese ab Vers 18 bis Kapitel 16, Vers 4. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie sie gesehen und doch sowohl mich als meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde gekommen ist, euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Vers 18. Die Welt ist ein Ausdruck für die Menschen, die ohne Jesus im Mittelpunkt leben. Womit muss ein Jünger von Jesus rechnen und warum? Dass er von seinen Mitmenschen gehasst wird. Ein normaler Jünger stellt mit seiner Lebenseinstellung die Umwelt in Frage. Sie, die anderen, müssten sich ja ändern, wenn sie ein Jünger von Jesus werden wollen. Womit kann er sich in dieser Situation trösten? Dem Herrn Jesus ging es genauso. Was soll der Jünger noch im Blick haben, wenn er die Worte des Herrn von Vers 13 ab bedenkt? Vers 13, ihr größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Der Herr Jesus liebt mich bis zu seinem eigenen Tod. Weiter. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Der Herr Jesus will
gegenüber seinen Jüngern ein freundschaftliches Verhältnis haben. Und er sorgt dafür, dass auch das Leben des Jüngers fruchtbar wird. Das heißt hier in Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Man wird auch Gebetserhörungen erleben. Vers 16, das, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Und auch in seiner Gemeinschaft darf der Jünger leben, wo man sich einander lieb hat. Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Im Anblick, dass die Welt den Jünger hasst, mich hasst, soll ich auch mich mit den vorherigen Worten des Herrn Jesus trösten können. Vers 19. Was wird von den Menschen gesagt, die nicht dem Herrn Jesus folgen? Sie sind in Wirklichkeit nicht mit Christen kompatibel. Deshalb ist auch eine Ehe zwischen Gläubigen und Ungläubigen nicht in Gottes Absicht. Wem gehört der Jünger? Dem Herrn Jesus. Er hat ihn auserwählt aus der Welt. Wenn die Jünger nicht von der Welt sind, in welchem Bereich sind sie dann? Johannes Kapitel 3, Vers 5 bis 8 wird beschrieben, in Gottes Reich, in Gottes Welt. Dort sind die Jünger. Wie kommt man denn dahin? Johannes 1, 12 bis 13, indem ich den Herrn Jesus in mein Leben im Glauben aufnehme und dadurch von Gott geboren werde. Somit gibt es nicht nur einen gedanklichen Unterschied, sondern einen wesentlichen. Es gibt Kinder der Welt und es gibt Kinder Gottes. Vers 20. Der Jünger ist sowohl der Freund, Vers 13 in diesem Kapitel, als auch der Knecht von Jesus. Worauf macht der Herr ihn aufmerksam? Die Jünger werden wie ihr Meister behandelt. Wenn die Welt unseren Herrn gekreuzigt hat, wird sie uns nicht krönen. Wir sind für die Welt verdächtig und anstößig. Vers 21. Welche zwei Gründe werden hier genannt, warum die Welt sich so verhält? Einmal, weil sie Jesus Christus in seinem Anspruch ablehnen. Er ist zum Beispiel das Licht der Welt. Christen werden wegen Christus abgelehnt. Und zum anderen, weil sie Gott den Vater in seiner Allmacht nicht kennen. Vers 22. Welche Wahrheit offenbart hier der Herr Jesus? Der Mensch steht in Verantwortung für all das, was Gott ihm mitgeteilt hat. Wenn Gott spricht, muss der Mensch antworten. Er kann nicht sagen, ich habe nichts gehört. Gott weiß auch, was der Mensch gehört hat und wird dementsprechend ihn beurteilen. Wenn der Herr Jesus nicht gekommen wäre, hätte dann der Mensch tatsächlich gar keine Sünde? Natürlich nicht. Jedoch die Menschen hätten nicht die Sünde begangen, nicht an Jesus zu glauben. Sie hätten von Jesus ja nichts gewusst. Siehe Vers 24. Ja, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Vers 23. Welche Unmöglichkeit macht der Herr mit dieser Aussage klar? Dass man nicht den Herrn Jesus ablehnen kann und gleichzeitig an Gott den Vater glauben bzw. ihn lieben kann. Wenn du an die Reihenfolge denkst, was wird da deutlich? Am Sohn entscheidet sich der Glaube. Ist dies im Johannesevangelium noch einmal zu finden? Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Kapitel 5, Vers 23. Oder niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus, als nur durch mich. Kapitel 14, Vers 6. Vers 24.
Es ist Sünde, den Herrn Jesus zu verwerfen. Was hätte den Menschen denn helfen sollen? Die Werke, die der Herr Jesus getan hat. Was wird von diesen Werken gesagt? Kein anderer hat diese Werke jemals getan. Wie beschreibt Johannes Kapitel 5, Vers 19 bis 22 die Werke des Herrn Jesus? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn das, was er, der Vater, ihm tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Der Sohn handelt also genauso wie Gott der Vater, und zwar in seiner göttlichen Kraft. Jetzt zur vierten Frage. Die Menschen lehnen den Herrn Jesus ab. Was ist ihnen dabei nicht bewusst? Dass sie dabei auch den Vater ablehnen. Wer den Herrn Jesus hasst, hasst auch seinen Vater. Vers 25. Der Psalm 69 hat viele Hinweise auf den Herrn Jesus. Hier wird der Vers 5 zitiert. Was möchte der Herr Jesus damit aussagen? Zum einen, dass es schon lange bei Gott bekannt war, dass Christus gehasst wird. Des Weiteren bestätigen gerade die Gegner die Heilige Schrift mit ihrem Verhalten. Auch wenn es heißt, damit das Wort erfüllt wird, bedeutet es nicht zwingend, dass die Verächter den Herrn Jesus hassen mussten, sondern wie bei einer mit dem Handy aufgenommenen alltäglichen Situation ist dies zu verstehen. Zum Beispiel, ein Mann dringt in einem Restaurant freiwillig einen Kaffee, während hinter ihm Musik spielt. Wird dieser Mann beim erneuten Ansehen des Videos immer den Kaffee trinken, während die Musik spielt? Ja, natürlich. Wird er ihn trinken, weil er dazu gezwungen wird? Nein. Er tat das ja freiwillig. So ist das auch im Blick auf die Zukunft. Gott kennt die Zukunft, lässt diese aufschreiben und in der Gegenwart wird diese Prophetie erfüllt. Vers 26. Was offenbart der Herr Jesus vom Heiligen Geist? Griechisch heißt hier dieses Wort für den Heiligen Geist Parakletos. Und es heißt Helfer, Fürsprecher, Mittler, Tröster, Stellvertreter. Der Herr Jesus spricht hier von einer Person, welche an den Jüngern oder für die Jünger handelt. Zum Zweiten, die Jünger haben zur Zeit, als sie diese Worte hören, diesen Beistand noch nicht. Und drittens, dieser Geist ist der Geist der Wahrheit und wird auch nach seinem Charakter handeln. Viertens, der Herr Jesus wird diesen Helfer senden. In Kapitel 14, Vers 26 sendet der Vater diesen Helfer. Und fünftens, der Heilige Geist kommt vom Vater auf die Jünger. Und sechstens, neben dem, dass der Heilige Geist den Jüngern zur Seite steht, wird er ihnen Christus gewiss machen. Er wird von ihm Zeugnis ablegen. Den Zeugen Jehovas wird hier gelehrt, dass der Heilige Geist Gottes unpersönliche Kraft wäre. Wie übersetzt denn die Neue Weltübersetzung diese Stelle? Also Kapitel 15, Vers 26. Ich schlag mal die neueste Übersetzung auf. Hier bei der Markierung. Wenn der Helfer kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt, dann wird er mein Zeuge sein. Und auch ihr sollt als Zeugen auftreten.
Okay, also auch hier spricht die Neue-Welt-Übersetzung von einer Person, die an den Jüngern und für die Jünger handelt. Er ist der Helfer und legt Zeugnis von dem Herrn Jesus ab. Viele Christen erkennen, dass der Vater das Erlösungswerk angestoßen hat, der Sohn hat es ausgeführt und der Heilige Geist macht es dem Jünger gewiss. Und so handelt Gott im Leben eines Christen. Vers 27. Wer kann nur ein Zeuge sein? Nur derjenige, der etwas erlebt hat. Die Jünger haben den Herrn Jesus erlebt. Und was erwartet der Herr Jesus von seinen Jüngern? Dass sie das sagen, was sie mit dem Herrn Jesus erlebt haben. Und du, lieber Zuhörer, kannst du auch erzählen, was du mit dem Herrn Jesus erlebt hast? Wie ist das bei dir? Lebst du mit Jesus Christus? Kapitel 16, Vers 1. Was verhindert, dass die Jünger sich geistlich stoßen oder ins Stolpern kommen? Die rechte Information, das Wort Gottes. Der Herr Jesus ist hier beschäftigt, seine Jünger zu schützen. Wir sollten mehr auf das Wort Gottes hören, damit wir unser Leben als Christ besser verstehen. Vers 2. Was bedeutet es für einen damaligen Juden, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden? Da schauen wir mal die Reaktion der Eltern des Blindgeborenen an. Das sehen wir in Kapitel 9, Vers 22. Die sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Wer ausgeschlossen ist, verliert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er ist dann schutzlos, verachtet und gehasst. Wie stark sind diese religiös mächtigen Menschen verblendet? Sie meinen, durch ihr Handeln Gott einen Dienst zu erweisen. Sie töten Christen, sei es geistlich oder körperlich. Nicht nur die profane Welt tötet, sondern auch die religiöse Welt. Woran erinnert ein solches Vorgehen? An die Anweisungen der leitenden Körperschaft bezüglich der Ächtung von Menschen, die durch die Wiedergeburt nicht mehr von dieser Welt sind, sondern Christus gehören, die durch die glaubensvolle Aufnahme des Herrn Jesus vom Vater die Gotteskindschaft bekamen. Sie sind in ihren Augen Gotteslästerer, weil sie zum Herrn Jesus beten und müssen ausgeschieden werden aus der Organisation. Jehovas Volk soll ja rein bleiben. Und mit der Ächtung, ihr wisst, wenn ihr Zeugen Jehovas sind oder wart, was das bedeutet. Es ist ein geistlicher und seelischer Tod. Vers 3. Was wird dabei aber deutlich? Dass diese so handelnden Menschen Gott tatsächlich nicht kennen. Sie haben weder den Vater erkannt, noch den Herrn Jesus. Würden die damaligen religiösen Führer dem überhaupt zustimmen? Nein, ganz und gar nicht. Sie würden mit vielen alttestamentlichen Bibelstellen sowie ihr eigenes vorbildliches Leben darauf hinweisen, dass dies nicht stimmt und dass sie Jehova lieben würden. Vers 4. Warum hat Jesus das nicht schon zu Beginn gesagt? Weil er sie begleitet hat und sie darum nichts zu befürchten hatten. Jetzt geht er jedoch bald weg und sie werden sich hilflos vorkommen, wenn die Stunde der Feinde sie trifft. Möchte der Herr Jesus denn, dass seine Jünger sich den Feinden anpassen? Nein, sie sollen sich nur schon gedanklich darauf vorbereiten. Sie, die Jünger, sind nicht mehr als ihr Meister, aber sie sind nicht allein, so wie ihr Meister allein war.
Damit wären wir für heute zu Ende gekommen. Hast du bezüglich dieses Bibeltextes etwas zum Nachdenken für dein eigenes Leben bekommen? Was macht dir Mut und was tröstet dich? Gibt es eine besondere Aussage des Herrn Jesus, die du behalten möchtest, die du in deiner Bibel anstreichen willst? Gern kannst du deine Gedanken freundlich als Kommentar dalassen. Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen, dein Martin. Tschüss. Für Gottes Wort.